Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion und wir stehen jetzt hier wieder vor der Falle und werden sie jetzt einfach auslösen. Die grüne Wand hebt sich in die Höhe, doch hinten scheint sich auch etwas bewegt zu haben. Lass mich in die Truhe rein, ganz schnell. Oh, blaue Stäbe. Was wiegt einer? Ein halbes, ein Viertelkilo, okay. Blaue Stäbe, die Sternchen, kleine Sterne um sich herum haben, die erinnern mich doch direkt daran, an diese Kraftfelder. Ich glaube, das ist der Gegenstand, den wir da benutzen müssen, um das Kraftfeld zu deaktivieren. Achso, ja. Aha. Okay, das, was sich bewegt hat, ist das Gegenstück der Falle. Sehr interessant. So. Ja, wir können die Bestien hier einsperren, aber ich möchte gucken, was passiert, wenn wir kämpfen. So, das ist eine bunt gemischte Truppe. Da machen wir einmal die Frostlawine, um auszudünnen. Und wie gesagt, war es das. So, zwei sind übrig geblieben. Einmal der Chef. So platt machen. Sie werden ein. Und einmal er. Nö, das lohnt nicht. So, zum Party vorrücken müssen wir immer einmal eine Runde warten. Das können wir nur einmal pro Runde machen. Und jetzt machen wir den auch noch platt. So. Schauen wir doch mal das nächste. Das sieht bestimmt, hier ist es wieder so ein 3-3-Tier-Angriff. So. Angreifen können nur die ersten beiden. Das sind Weiße, die können uns nicht viel anhaben. Deswegen rieche ich die so ziemlich. Ich habe übrigens eben mal ein Wasser auf die Heizung gestellt. Auch wenn ich heute wahrscheinlich nicht mehr so viel aufnehme. Aber das ist natürlich super interessant. So, dann wie gehabt, einmal hier. Dann bewegt sich hier nach rechts. So, müssen wir eh machen, bevor wir vorrücken können. Und dann kann er angreifen. Jetzt haben wir sogar eine Runde weniger gebraucht als vorher. Ist das nicht schön? Da kommt der nächste Angriff. Und das ist die gleiche Konfiguration. Es können wieder nur zwei Weiße angreifen. Okay, die sind wir halt, ja. Die können uns auch treffen, die können uns auch vergiften. Sollte man nicht unterschätzen, aber ist halt, sind halt eher schwach. Die weißen Moskitos. So, aber der König. Weiterhin König, wie ich es früher auch gemacht habe, der ist übrig geblieben. Aber den kriegen wir jetzt einfach da. So, platt. So, das ist doch schön. So, das ist bestimmt wieder. Ah, ne, es ist ein kleiner Tier und ein großer Tier. Jetzt können wir den kleinen, die großen nicht einsperren. Weil der sich jetzt bewegen wird. Au. Das war unerwartet. Das Problem ist hier, jetzt kann ich einfach nur hoffen. Schlinge hierauf. So, jetzt probiere ich mein Dämonenvertreiben auf ihn aus. Komplett abwehren können. Es kann sein, dass es gar kein Dämon ist.
ist schwer. Eigentlich müsste ich Falle machen. Nicht Falle entfernen. Ich muss die Dornenfalle hierhin machen, dass wenn der jetzt nach vorne läuft, ist der jetzt in die falsche. Und ich habe Meltas nicht aufhören lassen zu zaubern. So ein Mist. Das wird eine Scheiß. Das wird ein Scheißkampf. Das wird ein Scheißkampf. So, jetzt erst steht er an der Stelle, wo ich ihn nutzen kann. Das Problem ist der. Ich dachte, er bringt jetzt Rainer noch um. So, sie muss jetzt die Falle entfernen. So. Weil wir dann gleich vorwärts laufen müssen. Ich versuche, ihn möglichst wenig kämpfen zu lassen. Also bei ihm funktioniert, bei Tier funktioniert Dämonenvertreiben nicht. So. Ich wollte ja auch bewegen drücken. Dann laufen die zwei vor und jetzt kann Siral mich vorlaufen, ohne in ihre eigene Falle zu laufen. Und angreifen. So. Und jetzt hoffe ich, dass ich in den Charakterbildschirm komme, bevor der nächste Gegner angreift. Uff. Okay. Okay. Dann darf er erstmal Dreher heilen und darf dann noch mal einen Trank trinken. Und das Ganze gerade noch mal tun. Und dann trinkt er gleich noch einen Trank und Sira am besten auch. Uff. Und weißt du was? Wir haben hier die zwei Heiltränke. Die gibt sich Sira auch gleich hinter die Winde. So. Und dann speichern wir nochmal. Und zwar hier. Wir wollen ja nicht unwiederbringlich alles kaputt gemacht haben. Okay. Das wäre jetzt richtig doof. So, Dornstiegel, wie gesagt, kann er. Es war sehr blöd, dass der Tom umgebracht hat am Anfang. So, das ist natürlich genauso blöd, wie der da steht. So, weil der knallt jetzt, ja genau, der knallt jetzt Meltas um. Und im Endeffekt kann ich jetzt laden, weil jetzt bringt mir der Kampf nicht mehr wirklich viel. Weil im Endeffekt will ich ja Meltas vor allem leveln. So. So, markieren, wenden, Dornschlinge auf den. Leute, bei so einem One-Hit, mache ich jetzt gar nicht alles weiter. Das Problem ist, dass die zuerst dran kommen. Das war schon viel besser. So, im Kampf kann man nicht speichern, ansonsten würde ich jetzt quasi direkt speichern. Weil es ist eher ein bisschen Zufall, aber das wäre wirklich extrem effizient. Das ist ja super. Ah, warte mal, kann das sein? Da bin ich jetzt gerade mal neugierig. Also wir laden nochmal. Ich war nicht schnell genug. Und zwar
nehme ich Sira als Anführerin jetzt. Und jetzt erwarte ich, dass die versuchen, Sira umzubringen. Weil die sind bisher immer auf den Anführer gegangen. Also jetzt eben. Immer auf Meltas. Dass der jetzt auf Dreh geht, ist klar. Durch Sira, zu Sira kommt der ja nicht hin. So, aber Dreh kann sich jetzt heilen. Und der ist, genau, er ist nicht nach rechts gelaufen. Das ist genau das, was ich meinte. Weil Meltas Anführer war. So, der da ist gefährlicher, den wollen wir. So muss der Kampf laufen, damit ich zufrieden bin. So. Ich kann auch noch gleich mit mehr heilen. Leider geben die keine kein Loot. Weil die mit einem Feuerball sich auflösen. Ich habe mir nie aufgeschrieben, wie viel Schaden die Dornenschlinge, die einzelnen Sachen macht, wie viel Schaden die Verpilzung jetzt macht. Das hat Stufe 12. Die kommen. Also die wollen zu uns kommen, aber sie kommen nicht. Ich gehe tatsächlich jetzt erstmal hier weg. Ich glaube, die kommen deswegen nicht, weil die eben relativ gerade immer auf uns zulaufen. Und man fühlt sich bereits müde. Das habe ich befürchtet. Aber wir haben genug Zeit zum Speichern jetzt. So. Und dann stellen wir uns jetzt halt den Gegnern. Ja, den da können wir gerne angreifen. Das kann sein, dass der die Frostlevel überlebt. Plus er kam nicht dazu anzugreifen. Jetzt haben die beiden Weißen angegriffen. Okay, das war mir auch neu, dass es einen Unterschied macht, wer der Anführer ist. Hey, leg das doch mal dahin. So, jetzt kommt wieder Tiers. Da hinten kommen die Furchtsam. Mit denen möchte ich das Dämonenvertreiben probieren. Das wird wieder ein Schwerkampf. Ich hätte speichern sollen. Hinterher ist mir immer klüger. Nein, jetzt ist er auch nach rechts gelaufen. Tatsächlich. Sogar ganz nach rechts. Der geht jetzt drauf, weil der wird jetzt Meltas angreifen. Der wird jetzt... Der one-hittet den. Muss der jetzt aber durch. Es geht nicht anders. Und dann muss ich halt nach dem Kampf versuchen, schnell einen Halt ranzutreten. Hilft ja nix. So, der darf auch noch mal heilen. So. Nochmal hier. So, jetzt habe ich es natürlich provoziert. Mit Absicht. Sie muss erstmal wieder einen Magietrank trinken. Jetzt haben wir nur noch die Schwächsten.
Was natürlich hier nur ein Pups ist quasi. Der Anzeige. Aber es reicht immer noch für zwei Dornenschlingen. Ist er nach vorne gelaufen, hat Tom nicht umgebracht. Sehr schön. Jetzt kann Tom also einen Heiltrank trinken, damit er nicht beim nächsten Mal drauf geht. So. Und Sira kann die Dornenschlinge auf den hier zaubern. Das hat auch funktioniert. Sehr schön. So hätten die Kämpfe sein müssen die ganze Zeit. So. Gucken, wie war das für die sich selber heilt. Ja, genau. Sie, ihre leichte Heilung ist stärker als was sie an Schaden nimmt. Weil es ja prozentual ist. Die Heilung. Der Schaden aber nicht. Das kann ich also einmal alle heilen. Weil ich sowieso wirklich einen Arsch voll von diesen Samenkörnern habe. So. Ich will vor allem speichern vorher. So, das kann ich überschreiben und das nehmen wir mal hier. Gefahr oder sowas. Gucken wir mal, wer als nächstes angreift. Das werden jetzt die Furcht sein. Jetzt bin ich neugierig. Also Sira macht gar nichts. Die beiden greifen einfach nur an. Im besten Fall macht das den schon mal platt. So. Jetzt sind die beiden. Schauen wir mal. So. Ich hätte drum heilen sollen. Nein, die können den Zauber auch ab. Es kann natürlich auch sein, dass sie einfach nur zu schwach sind. So. Jetzt muss ich Tom dringend heilen. Hinterher. Ja. Genau, die beiden greifen den an und auf dem kann er jetzt Panik, aber die Furcht ist weg. Und jetzt gehe ich her und sage einfach Sira. Als den und der macht Dämon vertreiben. Die leichte Heilung bringt bei ihm natürlich so gut wie nichts. Okay. Das ist keine funktionierende Strategie. Weil die leichte Heilung natürlich bei Sira super viel heilt. So, Tom kann ich nicht mehr steuern. So, du heilst dich jetzt erstmal hoch und dann heilst du. Geht ja nicht anders. Ihn. Weil das bringt so gar nichts. Okay. Das heißt, ich muss das Dämon vertreiben. Erstmal üben, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert, ob das spieltechnisch als Dämon zählt. So, schauen wir mal. Hauptmenü. Spielstand speichern, nehmen wir nochmal Gefahr. Wahrscheinlich immer noch, es ist immer noch erst 7 Uhr. Ist wahrscheinlich immer noch keiner müde, genau. Also ist natürlich doof.
Da würde ich sagen, machen wir die Folge heute mal ein Stückchen früher Schluss. Ich habe in der letzten Folge die ganze Zeit immer überzogen. Aber machen wir heute ein bisschen früher Schluss und ich raste nochmal, weil ich will jetzt nicht die ganzen Tränke aufbrauchen. Einfach, um die Spruchpunkte von den beiden zu regenerieren. Und dann sehen wir uns wieder. Also bis dann, bis nächste Woche. Ciao, miau.